Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Samurai Jack. Vielleicht die letzte Episode von dem Let's Play. Könnte gut möglich sein, weil wir sind ja schon sehr weit gekommen. Zuletzt hat uns ja, glaube ich, Red Jack uns geholfen ein bisschen. Auch wenn das da eigentlich ein kleiner Show-Act war, aber naja. Gehört ja trotzdem mit dazu. Und da ist das Ende. Hier haben wir noch einmal Heilung. Und ich hoffe, wir schaffen es endlich Akku zu besiegen. Aber jetzt wollen wir mal losschreiten. Wow, warum ist er so klein? Na, wenn ich den Samurai, den Ninjas schon nicht angreifen kann. Wow, ich wollte ausweichen. Oh. Wow, der Akku ist ganz schön stark. Warum kann man einfach nicht sehen, wie er angreift? Oh, ich habe nur noch ein bisschen Haggis, ey. Oha. Nein! Dann habe ich nicht dran gedacht, dass er... Ah, egal. Jetzt kommt das wieder, okay. Oh, das war knapp. Dich kann ich jetzt irgendwie nicht gebrauchen, du komischer Ninja. Oh, komm schon. Na, kann ich ja trotzdem ein bisschen Heilung nehmen, wenn ich schon dabei bin. Dass hier immer wieder noch ein Ninja da mit auftaucht, das ist
Ja, der Endboss ist ja schon schwierig genug, aber nee. Da muss ja noch ein Ninja dabei sein. Oh, der Zyklus ist jetzt aber länger geworden. Oh, der Akku ist verdammt groß geworden. Ey! Wieso ist da auch so ein doofer Ninja dabei? Das verstehe ich nicht. Es ist ja nicht so, dass der nicht schon schwer genug ist. Ey! Was soll das denn? Ah, der ist geschwächt. Schnell hin. Ah, komm schon. So, wo ist der nächste Ninja? Ich warte ganze Zeit auf den nächsten Ninja. Na, komm. Echt jetzt? Und da ist er ja. Nein! Ach, das gibt's nicht. Gut. Alle guten Dinge sind zwei. Habe ich gehört. Klappt es nicht beim ersten Mal? Versuche es ein zweites Mal. Ja, das ist aber trotzdem nicht so einfach. Wisst ihr was? Ich pausiere einmal kurz die Aufnahme und würde gleich wiederkommen. Einen Moment bitte. So. Nachdem ich jetzt einmal kurz shoppen gegangen bin und ich euch das nicht unbedingt zeigen wollte. Also ihr müsst das ja nicht unbedingt sehen. Ich kann dazu höchstens sagen, ich habe hier nur ein bisschen ein paar Gegenstände geholt. Ein paar Pfeile, habe auch nochmal kurz die Sachen repariert. Ein bisschen mehr heißes Wasser und einmal Heckes. Und Amulette, die halt den Schaden ein bisschen erhöhen. Was ich jetzt auch nicht schlecht finde. So, aber jetzt wollen wir nochmal den letzten Kampf bestreiten. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Müssen wir nicht unbedingt nochmal sehen. Echt jetzt? Hm. Ah, sieht doch schon jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ey! Ich konnte mir jetzt echt nicht vorstellen, dass das so viel Unterschied macht. Das ist ja echt heftig. Also der Unterschied kann sich ordentlich sehen lassen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Auch wenn ich mich wiederhole, aber ich bin echt überrascht.
Aua, da kann man auch schnell jetzt. Jetzt ist aber ganz groß der Akku wieder. Okay, ich heile mich mal lieber wieder. Mal sehen, ob das was bringt. Lieber noch mal heilen. Einmal kurz Fernkampfwaffen gehen. Okay, ich habe noch. Nee, das trifft mich diesmal nicht, Akku. Oh. Ah, schon wieder. Na, komm her. Was kommt denn jetzt? Oh Gott, überall wo ich lang laufe. Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger. Wow, was kommt jetzt? Pfeile! Ach, ich erinnere mich, da kann ja Pfeile aus dem Arm schießen. Nein! Ich habe nicht gesehen, dass er angeschlagen ist. Hui, Ja, komm her. Komm raus, Akku. Oh, jetzt ist er wieder groß. Wow. Hui, das wird doch ganz schön anstrengend. Ich merke schon, dass ich schon nicht gerade gesprächig bin. Es tut mir auch sehr leid. Allerdings ist das schon echt heftig gerade. Habe ich noch irgendwas? Oh, komm schon. Macht der jetzt auch noch was anderes oder ist das, weil ich Bogen benutze? Jetzt kommt die Flecke wieder. Na?
Na, komm her. Habe ich noch ein bisschen? Ja, ein bisschen heißes Wasser habe ich noch. Da lag doch, glaube ich, auch noch irgendwas. Naja, oder da habe ich mich wohl geirrt. Jetzt aber. Komm her. Das ist der letzte Akt. Akku. Ah, der will es noch einmal wissen. Einmal wollte Akku es noch mal wissen. Nein, keine Pfeile mehr. Eigentlich dürfte ich ihn mit Pfeilen nicht bekämpfen können. What is this? The pocket you created between time is collapsing. You have lost, Aku. No! Curse you, Samurai Jack! I will find a way to destroy you! You will not succeed! This is not over! Jack! Ashi! You did it! Take my hand! Quick! It is over. Jack, I thought I lost you. Even across time, I will find my way back to you. You might have beaten me now, but I will destroy you in the future. There is no future for you, Aku. I disagree. What trickery is this? Aku! Do not worry, Samurai. You will see me again. But next time, you will not be so fortunate. What? You're back already? No! No, wait! It is done. Ashi! I'm okay. I felt him leave me. He will never
hurt anyone again. Ja, das war Samurai Jack. Ich weiß das eigentlich, dass das Ende noch ein bisschen weitergeht. Ich frage mich, ob sie das auch noch zeigen. Ja, was halte ich vor dem Spiel? Ehrlich gesagt, ich mag Samurai Jack. Dazu steht es. Dazu gibt es keine Debatte. Ich finde ihn absolut top. Die Spielumsetzung. Ich bin zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Ich muss sagen, ich fand das schon gut, dass sie die letzte Folge von. Die letzte, allerletzte Folge mit reingebracht haben. Und zwar durch dieses komische. Zeitparadoxon, sage ich einfach mal. Da hat vom Story her gut reingepasst. Allerdings, ich hätte lieber gerne die ganze Story gespielt von Jack und nicht so ein komisches, wieder neu aufgemachtes. Versteht mich jetzt nicht falsch. So als Spiel finde ich das super. Aber ich hätte mir gewünscht, die Story zu spielen, richtig. Anstatt immer so kurze Abschnitte zu spielen und die wichtigsten Dinger da zu machen. Denk mal, die Welt zu erkunden und mit Jack so rumzulaufen, wie er dann Akku langsam entgegenkommt, wäre schon cooler gewesen, denke ich. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein cooles Spiel. Und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt gleich noch das Ende zeigen. Also das absolute Ende. Ich kenne das ja leider schon. Da habe ich mich leider schon spoilern lassen, aber die Serie ist ja auch schon gute 8 Jahre alt. Ich glaube sogar 7. Nicht 7, 3 Jahre. Ja. Ich hätte doch bestimmt noch sehr viele Sachen freischalten können. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines. Vielleicht versuche ich das auch noch so zurechtzuschneiden, dass ich alle Medaille finde. Die müssen ja auch irgendeine Bedeutung haben. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum ich die abschießen musste. Vielleicht wird das auch noch ein bisschen aufgeklärt, wenn ich die auf freigeschaltet habe alle. Aber jetzt wüsste ich nicht, was mir die bringen. Ich könnte es überspringen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dann das Endvideo auch überspringe. Ah, sieht aus, als wenn das kurz vorm Ende wäre. Kann jetzt auch eben nur laufen lassen. Player. Ach, sogar Unreal Engine dabei. Oh, dabei. Ja, die Serie gibt es schon seit 2006. Aha, Rang A. Okay. Machen wir mal weiter. Ja, jetzt könnte ich doch die ganzen Abschnitte auswählen. Ich guck mal, ob ich mal nach und nach die ganzen Medaillen einsammle. Mache ich aber ein extra Let's Play und nicht hier. So, aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mich bei meinem nächsten Let's Play begleiten würdet. Ich weiß zwar noch nicht, was ich jetzt geplant habe, aber irgendwas wird sich schon finden, worauf ich Bock habe.
Aber ich, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich sag mal, viel Spaß beim selber spielen. Und jetzt heißt es erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.